Einige der Antikörper, die bisher verwendet wurden, helfen nicht mehr gegen Omikron. Das gilt auch für den wichtigsten Cocktail, häufigst verwendeten Cocktail von Regeneron. Es gibt aber weitere Antikörper, die immer noch wirksam sind, weil sie eben Stellen auf dem Virus angreifen, die sich nicht verändert haben mit Omikron. Und es gibt natürlich auch noch neue Antikörper und Antikörper-ähnliche Substanzen, wie zum Beispiel DARPins, die in Entwicklung sind und auch gegen Omikron wirksam sein werden. Die zweite Phase von Covid-19, die Krankheit, die durch eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 ausgelöst ist, ist gekennzeichnet durch eine überschießende Immunreaktion. Das bedeutet, man verwendet Medikamente, die eben das Immunsystem etwas dämpfen. Das Wichtigste daran ist das Dexamethason. Das ist schon seit Sommer 2020 im Einsatz. Das ist ein Corticosteroid, das wir schon seit 60 Jahren kennen. Das dämpft sehr, sehr global das gesamte Immunsystem, kann auch dazu führen, dass die Menschen dann anfälliger gegen Pilz- oder Bakterieninfektionen werden. Es sind mittlerweile auch einige Medikamente mehr im Einsatz, die etwas gezielter eingreifen in Stellen des Immunsystems, wo man weiß, die sind viel zu stark aktiv bei schweren Covid-19-Verläufen, und auch die werden jetzt zunehmend in der Klinik verwendet.